Widersprüchlichkeit bedeutet, eines zu sagen und das andere zu tun. Und Unordnung ist auch unvermeidlich, solange wir uns anpassen. Anpassen an eine Idee, ein Ideal, an ein Bild, das ein anderer geschaffen hat. Solange also in uns Widersprüchlichkeit herrscht, zwischen Tun und Tatsache, zwischen unserem Denken und unserem Tun, wenn der menschliche Geist das verwandeln will, was ist, in das, was sein sollte, dann ist Unordnung unvermeidlich. Ist es so, dass Unordnung unvermeidlich ist, solange das Denken unser Handeln beherrscht? Tatsache ist, dass Menschen gewalttätig sind. Aber das Denken sagt, ich muss gewaltlos werden. Das Gegenteil von dem, was ist. Darum gibt es einen Konflikt. Mit Tatsachen kann man immer fertig werden, aber nicht mit Nicht-Tatsachen. Gewalt ist eine Tatsache. Gewaltlosigkeit ist keine Tatsache. Das Ideal ist keine Tatsache. Kann also der Geist Leben schauen, nur die Tatsache beobachten, ohne sich von der Tatsache zu entfernen. Denn sich entfernen bedeutet zu unterdrücken, zu versuchen, darüber hinauszugehen, etwas zu vermeiden. Das bedeutet, sich zu entfernen von der Tatsache der Gewalt. Das Gehirn hat bis jetzt in diesem Muster aus Tatsache und Nicht-Tatsache gelebt und so Konflikt erzeugt. Erkennt man, wie sinnlos, wie absurd das ist, dann bleibt man nur noch bei der Tatsache. Wie beobachten Sie dann die Tatsache? Gibt es ein Betrachten ohne einen Deutenden, ohne einen Erklärenden, ohne einen Beobachter? Wenn es eine Trennung zwischen dem Deutenden und der Tatsache gibt, erzeugt das ganz eindeutig einen Konflikt. Um also den Konflikt zu beenden, darf es keinen Deutenden geben. Dann gibt es nur reines Beobachten. Wenn reines Beobachten da ist, gibt es keine Tatsache. Wenn wir wiedererkennen, was wirklich geschieht, nennen wir das Tatsache. Indem Sie etwas einen Namen geben, haben Sie es wiedererkannt. Und damit haben Sie es in die Vergangenheit versetzt. Nehmen Sie ein einfaches Beispiel. Man ärgert sich. Im Augenblick des Ärgers erkennt man das nicht als Ärger. Da ist nur der Reflex auf eine Verletzung oder was auch immer. Eine Reaktion. Im Augenblick der Reaktion denkt man nicht, ich bin wütend. Das passiert erst ein oder zwei Sekunden später. Weil der Geist, das Denken, die Tatsache aufgrund seiner Erinnerung wiedererkannt hat. Daher behandelt er das, was ist, wie etwas Vergangenes, das dann einen Konflikt erzeugt. Gibt es ein Beobachten ohne das Wort, ohne sich daran zu erinnern, dass dies Gewalt ist? Kann man ohne den Deutenden beobachten, ohne den Denkenden, der sagt, ich erinnere mich, das ist schon mal passiert. Was passiert, ist noch nie passiert. Es ist nur eine Erinnerung, aus der heraus Sie sagen, es ist wieder passiert. Die Ursache ist die Trennung zwischen dem tatsächlichen Geschehen und dem, was nicht geschehen sollte, dem Ideal. Deshalb ist das Ideal keine Tatsache. Was tatsächlich geschieht, ist meine Angst, meine Furcht, meine verzweifelte Einsamkeit. Gibt es also ein Beobachten ohne die Vergangenheit? Natürlich gibt es das. Dann ist die Tatsache nicht. Es ist der Deutende, der Denkende, der Erklärende, der Beobachter, der die Tatsache erschafft. Die Ursache der Unordnung ist der Konflikt zwischen dem, was gerade geschieht, und dem, was sein sollte. Wenn es keinen Gegensatz gibt, wie Gewaltlosigkeit, muss ich mich mit dem auseinandersetzen, was ist.